Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Geht das hier runter? Ja, das wäre schön. Zur aktuellen Novelle der Bauordnung hat meine Fraktion einen umfangreichen Änderungsantrag gestellt. Unsere Vorschläge haben SPD und CDU abgelehnt, bis auf zwei in der Sache, die wir jetzt nicht erneut einbringen. Toilettenpflicht nur für größere Geschäfte und längere Beteiligungsfristen für Nachbarn. Na, immerhin, vielen Dank. An unseren anderen Änderungsvorschlägen halten wir fest und sind uns besonders beim barrierefreien Bauen der Unterstützung aus der Zivilgesellschaft sicher. Der Senatsentwurf hat hier entgegen den Aussagen von Frau Spranger erhebliche Defizite. Senat und Koalition haben es versäumt, die UN-Behindertenrechtskonvention in das Bauordnungsrecht zu übertragen. Dieser Kritik müssen sich Senat und Koalition stellen. Wir, die Linke, wollen mehr Barrierefreiheit. Ein barrierefreier Umbau von vorhandenen Gebäuden ist teuer und häufig technisch nicht möglich. Deshalb muss der Neubau den wesentlichen Beitrag zur Barrierefreiheit leisten. Daher wollen wir die Quote für barrierefreie Wohnungen bis 2020 auf 100% erhöhen, im Neubau wohlgemerkt. In Neubauten mit Aufzügen sind sofort 100% der Wohnungen barrierefrei zu errichten. Und wir wollen auch nicht die Aufzugspflicht für Dachgeschossaufbauten streichen. Öffentliche Gebäude, das sollte klar sein, müssen komplett barrierefrei sein und nicht nur im Publikumsbereich. Wir wollen außerdem, dass die Kosten für Einbau und Wartung von Rauchmeldern und Wasserzählern bei den Vermietern liegen. Der Zweck von Rauchwarnmeldern muss eingegrenzt werden. Sie dürfen nicht zur Sammlung und Weitergabe anderer Daten dienen. Wir wollen mehr und bessere Spielplätze. Auch die nach der Bauordnung zu errichtenden privaten Spielplätze sollen grundsätzlich öffentlich zugänglich sein. Ablösebeiträge wollen wir zweckgebunden für den Bau und die Erweiterung von öffentlich zugänglichen Spielplätzen nutzen. Ein Bauvorbescheid oder gar eine Baugenehmigung steigern den Grundstückswert enorm. Das begünstigt Spekulation und verzögert das Bauen. Wir wollen die Geltungsdauer von Baugenehmigungen und Bauvorbescheiden befristen und verkürzen, um so gegen Bodenspekulation vorzugehen. Last but not least, wir wollen, dass die Baubehörden wieder umfassender prüfen. Die vorgeschlagene weitere Deregulierung führt dazu, dass Behörden Abstandsflächen, Spielplatzpflicht und Nachweise zum Beispiel zur Energieeinsparverordnung gar nicht mehr prüfen. Eine Behebung von Mängeln ist nach Fertigstellung eines Bauwerks allerdings kaum mehr möglich. Wir wollen, dass die Baubehörden Gemeinwohlinteressen und die Einhaltung gesetzlicher Pflichten durchsetzen. Dafür brauchen sie wieder mehr Befugnisse bei der Genehmigung und bei der Überprüfung der Einhaltung, und sie brauchen mehr Personal. Vielen Dank.